Gott und herzlich willkommen zur bislang sportlichsten Folge von Flaschendreh. Es ist EM-Zeit, es ist Finalzeit. Es spielen zwei Fußballnationen gegeneinander und wir wollen diesen zwei Nationen Tribut zollen. Mhm. Kulinarisch-lukulischen Tribut natürlich. Genau. Daher das önologische EM-Finale, die Furia Roja gegen die Squadra Azzurra, Spanien gegen Italien. In der Kategorie Rotwein, naja, nun auch nicht. Ne? Man könnte auch sagen, das Finale mit Niveau. Genau, ein Finale mit Niveau. Die Halbfinale haben es möglich gemacht. mit önologischem Niveau natürlich. Ja, wir wollen uns gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn andere Nationen ins Finale kommen wären. Wir hätten uns gefürchtet vor Tschechien gegen die Ukraine. Aber Gott sei Dank ist es Spanien gegen Italien geworden. Jetzt aus rein weintrinkerischer Sicht. Was trinkt man denn überhaupt? So, wir haben zwei Big Player im Finale. Mhm. Deshalb habe ich zwei Underdogs für das Trinken ausgesucht. Mhm. Das eine ist ein Wein aus dem Bierzo. Der nennt sich Petalos. Ist eine autochthone Traube, die nennt sich Mencia. Das Bierzo ist im Westen Spaniens. Genau genommen Kastilien-León, Grenze zu Galizien. Mhm. Also eher ein kühler Wein. Mhm. Ich hoffe, dass in den paar Stunden, in denen das Finale beginnt, heiß hergehen wird. Mhm. Die Sorte, wie gesagt, was Autochtones, wächst hauptsächlich dort. Mhm. Und aus Italien kriegen wir was? Zweite ist der Wein einer Winzerin. Mhm. Nämlich von der Elisabetta Foradori. Dieser Wein kommt aus dem Trentino. Auch eine autochthone Sorte, die bei uns nicht so bekannt ist, nämlich Toraldego. Naja, dann schauen wir mal. Die autochthonen Spanier gegen die autochthonen Italiener. Wir machen statt Dressentausch noch einen Gläsertausch. Wir machen noch statt Dressen und Wimpeltausch machen wir einen Gläsertausch, weil hier am Fußballfeld haben wir nur jeder ein Glas mit. Ja, jetzt mal. Genau. Aufs Finale. Ja, wie dann? Fangst du an, oder? Ja, genau. Vielleicht entfällt der Gläser da schon. Ja, sehr. Ein bisschen so wie die Spanier Fußball spielen, so ein bisschen Tiki-Taka in der Nase. Ganz viele kleine Pässe zwischen den Aroma-Eindrücken. Sehr spannend, kühl ist nicht so schlecht, ja, passt auch ganz gut zum Wetter heute. Schauen wir mal, ob das Digitaka sich am Gaumen auch fortsetzt. Was kostet denn dabei? Ja, also, wie soll ich sagen, um bei der Fußball-Analogie zu bleiben, ist er auch wirklich auch am Gaumen so ein Wein wie die Spanier Fußball spielen, ein bisschen ohne Mittelstürmer. Also da sticht jetzt nichts nach vor. Das ist eher so sehr breit und dicht aufgestellt in der Mitte. Schöne, eigentlich schöne Tannine, wollte ich gerade sagen. Ja. Schöne Tannine und nicht sehr üppig eigentlich. Nein, kein Balotelli. Ja, den haben wir ja bei den Italienern eigentlich. Kein Balotelli. Ja, also das ist einmal eine Vorgabe an die Italiener und wir werden einmal schauen, was die hinterherlegen. Also die Italiener, dieser Wein ist deutlich gereifter, sehr, sehr würzig, ist auch 2006, also jetzt doch schon 6 Jahre alt, da hat so mancher Kicker noch in der Regionalliga gespielt. Bei den Italienern? Bei den Italienern auf jeden Fall. Ja. Eine sehr schöne dunkle Frucht, vielleicht ein bisschen leichte Animalik, passt ihm aber gut. Das passt jetzt zum Balotelli? Das passt zum Balotelli. Es ist ein bisschen vorlaut. Übrigens, jetzt nur so als Denkanstoß, die Elisabetta Foradori ist in dieser Gegend die einzige Winzerin, ist die einzige Biodynamikerin und hat sie trotzdem, obwohl in Italien, am Weltruf eigentlich erarbeitet. Jetzt kann man sich vorstellen, was das für eine Persönlichkeit ist. Geschehen nach Zeichen und Wunder. Auch im Land des Papstes. So, also, Chefanalytiker. Schöne ansprechende Säure. Sag an. Ein bisschen hellere Frucht als der Spanier. Schöne Würze. Trinkt sie gut.
Ich muss dazu sagen, ich habe beide Weine ein bisschen im Kühlschrank gestellt gehabt, dass sie ein bisschen kühler sind, weil bei den Temperaturen kann man das vertragen. Also die Würze in dem Wein, jetzt sind wir wieder bei der Fußballanalogie, ist ein bisschen der Andrea Pirlo. So, kann den Unterschied ausmachen und steuert so den ganzen Wein ein bisschen, hat so irgendwie die Fäden in der Hand in dem Wein. Gefällt mir gut. Wie gesagt, kein Balotelli, nichts Vordringliches, nichts Aufdringliches, nichts Hervorstoßendes. Trotzdem jetzt nicht gerade schwach, also schon kräftig. Ja, interessant. Trinkt man gern, oder? Trinkt man sehr gern. Kann man vielleicht nachher beim Finale gleich weiter trinken. Ja, zwei schöne Weine, oder? Passt super zum Finale, glaube ich. Ja, und wir werden die jetzt auch beim Finale bei jedem Tor, und hoffentlich sind die da viele. Weiß nicht. Schauen wir mal. Nee, wenn es so ist wie beim italienischen Halbfinale. Wir werden es so machen, bei jeder schönen Aktion und bei jedem Fehlpfiff des Schiris. Wird einmal angeprostet, oder? Genau. In diesem Sinne, Ihnen auch viel Spaß. Gutes Spiel.